Der Heimatbegriff wurde bis 1959 sehr eng als ein lokaler Raum mit den dort vorherrschenden Ansichten und Traditionen definiert. Inzwischen umschreibt das Heimatkonzept auch mehrere Orte oder größere Gebiete. In der heutigen Zeit erfährt der Heimatbegriff eine Renaissance. Aufgrund der Globalisierung nimmt die Komplexität der Lebenswelt zu, weshalb sich viele Menschen eine vertraute, klar eingegrenzte Umgebung wünschen, in der ein festes Set von Werten und Normen gilt. Deshalb wird der Ausdruck derzeit oft als Synonym für eine regionale Identität verwendet. Dies hat in vielen Fällen eine Ausgrenzung anderer Personen oder Kulturen zur Folge.